Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Nummer 5. Jetzt steh schon auf. Morgen, Brian. Steven, dass du freiwillig die Doktorprüfung in Physik ablegen willst, weißt du, oder? Hallo. Hallo. Physik. Kunst. Ich bin Kosmologe. Was ist das? Ich studiere die Vermählung von Raum und Zeit. Das perfekte Paar. Man weiß nie, von wo der nächste große Sprung nach vorn letztlich kommt oder von wem. Und wenn ich die Zeit einfach zurückdrehe auf Anfang, um zu sehen, was am Beginn der Zeit selbst war? Dreh die Zeit zurück. Ich dreh die Zeit zurück. Machen Sie weiter. Ich weiß nicht wie. Noch nicht. Weiter drehen? Wohin? Man nennt es Motoneuronerkrankung. Die Lebenserwartung liegt bei 2 Jahren. Ich will, dass wir zusammen sind, so lange wie es geht. Es verändert aber alles. Sie wissen nicht, was sie erwartet. Es wird eine sehr bittere Niederlage. Aber ich liebe ihn. Und er liebt mich. Wir werden diese Krankheit gemeinsam bekämpfen. Viel Glück. Wie geht's Ihnen? Geht mir ganz gut. Und dieses schwarze Loch am Beginn der Zeit, das ist brillant. Brillant, Steven. Gut gemacht, Doktor. Er hat eine Lungenentzündung. Er wird nur überleben, wenn wir einen Luftröhrenschnitt machen. Er wird nie mehr sprechen können. Doch, er wird. My name is Stephen Hawking. Jetzt ist er Amerikaner. Ist das ein Problem? Es ist eine große Freude, mit anzusehen, wie dieser Mann alle Erwartungen sprengt. Wissenschaftlich und persönlich. Das menschliche Streben sollte keine Grenzen kennen. Wie schlimm das Leben auch scheinen mag, solange ich lebe, hoffe ich. Entschuldigung, hast du gerade etwas gesagt? Ich sagte, danke. Nummer 4. Diesen Krieg gewinnen wir nicht. Auch nur ein Wort über das, was ich Ihnen gleich zeige. Und Sie werden wegen Hochverrats hingerichtet. Wer sind Sie? Alan Turing, einer der besten Mathematiker der Welt. Sie kennen Enigma? Es ist das genialste Verschlüsselungsgerät der Geschichte. Die Deutschen setzen es für ihren gesamten Nachrichtenverkehr ein. Es gibt 159 Millionen, Millionen, Millionen mögliche Kombinationen. Es lässt sich nicht knacken. Lassen Sie es mich versuchen, dann finden wir es raus. Mr. Turing, wissen Sie, wie viele Menschen wegen Enigma sterben mussten? 3. Während dieses Gesprächs. Churchill hat Alan die Leitung übertragen? Keith und Charles, ihr seid gefeuert. Sie waren der Klassenliebling, oder? Wir haben zu wenig Leute. Dann besorgen wir mehr Leute. Für die Lösung dieser Aufgabe haben Sie 6 Minuten. Ist das überhaupt möglich? Ich brauche 8. 5 Minuten, 34 Sekunden. Es sollten doch höchstens 6 sein. Was machen wir wirklich? Wir entschlüsseln einen nicht entschlüsselbaren Nazi-Code und gewinnen den Krieg. Oh. Um überzeugender Genie zu spielen, muss man tatsächlich ein Genie sein. Es spielt keine Rolle, wie schlau man ist. Enigma ist immer schlauer. Was ist, wenn nur eine Maschine eine andere Maschine besiegen kann? Haben Sie schon einen einzigen deutschen Funkspruch entschlüsselt? Meine Maschine wird funktionieren. Früher oder später machen Sie einen Fehler. Und wenn ich Joan nicht in dieser Weise liebe? Das ist illegal. Denen ist alles recht, um dich loszuwerden. Sie haben mehr Geheimnisse als Mata Hari. Bin ich ein Krimineller? Bin ich ein Kriegsheld? Sie entscheiden jetzt, wer sterben soll und wer nicht? Weil es sonst niemand kann. Sie werden niemals verstehen, wie wichtig das ist, was ich hier erschaffe. Alan! Mein Gott. Ja! Manchmal sind es die Menschen, von denen man es sich am wenigsten vorstellen kann, die etwas leisten, was bis dahin unvorstellbar war.
Nummer 3. Verbrechen voll von versteckter Bosheit. Sollten Sie deshalb hier sein, in Erwartung von Entsetzen und Schrecken, werden wir Sie nicht enttäuscht von dannen ziehen lassen. Ich kann es nicht glauben. Die ganze Stadt spricht darüber. Überall vernimmt man es. Was für eine Geschichte. Was für ein Skandal. Was für eine Komödie. Was für eine Tragödie. Das kann doch unmöglich wahr sein. Ganz und gar unglaubwürdig. Wer kann das schon glauben? Von welchen Gräueln haben Sie gehört? Berichten Sie uns. Schildern Sie es uns augenblicklich. Schildern Sie uns. Wolfgang. Amadeus. Mozart. 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 Wie gut ist er eigentlich, dieser Mozart? Er ist sehr bemerkenswert. Er ist ein gewissenloser, verdorbener und eitler Bursche. Ich bin ein vulgärer Mensch. Doch Majestät, meine Musik ist es nicht. Er ist göttlich inspiriert. Er ist arrogant, vulgär, obszön. Er erschafft Musik für den Olymp. Er ist leidenschaftlich. Ein Feuer lodert in ihm. Er ist ein Engel. Er ist ein Teufel. Er behauptet, er sei vergiftet worden. Manche sagen, er habe jemanden beschuldigt. Manche sagen, dieser jemand war Salieri. Salieri? Salieri. Ich kann es nicht glauben. Aber dennoch. Wäre es möglich? Könnte es Salieri tatsächlich getan haben? Hat er Amadeus ermordet? Amadeus, der Mensch, die Musik, der Zauber, der Wahnsinn, der Mord, das Geheimnis, der Film, Amadeus. Alles, was Sie gehört haben, entspricht der Wahrheit. Nummer 2. John Nash war einer der brillantesten Köpfe seiner Generation. Willkommen in Princeton. Wer von Ihnen wird der nächste Einstein? Eine wahrhaft originelle Idee haben. Das ist der einzige Weg, um mich auszuzeichnen. Der einzige Weg, um etwas zu gelten. Er sah die Welt. Wo ist Nash? Da draußen, auf der Suche nach seiner originellen Idee. Auf eine Art, die sich niemand vorstellen konnte. Das widerspricht 150 Jahren Theorie. Gratuliere, John. Das ist die Vollendung eines Lebenswerkes. Von Produzent Brian Grazer und Regisseur Ron Howard. Ich frage mich, Professor Nash, ob ich Sie zum Essen einladen kann. Sie essen doch, oder? Wie groß ist das Universum? Unendlich. Woher wollen Sie das wissen? Ich weiß es nicht, ich glaube es. Mit der Liebe ist es wohl genauso. Die außergewöhnliche Gabe. Was kann ich fürs Verteidigungsministerium tun? Die ihn von anderen unterschied. Sie sind der beste Codeknacker, den ich jemals gesehen habe. Sie haben Ihrem Land einen großen Dienst erwiesen. Sollte seinen Verstand... Steigen Sie ein! Was ist los mit dir? ...bis an die Grenzen bringen. Jemand muss mir helfen! John, mach auf, rede mit mir. Sag mir, was passiert ist. Es hat nicht geklappt. Dazu habe ich mich nicht verpflichtet. Ich werde nicht gehen! Hör auf! Sie können nicht einfach ausschließen. Wieso nicht? Wieso kann ich das nicht? Ich muss daran glauben, dass etwas Außergewöhnliches möglich ist. DreamWorks Pictures, Universal Pictures und Imagine Entertainment präsentieren. Du musst mir helfen. Einen Mann auf dem Weg, Unglaubliches zu entdecken. Willst du wissen, was real ist? Das ist real. Oscar-Preisträger Russell Crowe, Oscar-Anwärter Ed Harris und Jennifer Connelly. Vielleicht ist es gut, einen brillanten Verstand zu haben. Aber ein noch größeres Geschenk ist es, ein menschliches Herz zu finden. A Beautiful Mind, Genie und Wahnsinn. Nummer 1. Lass mich dir eine Frage stellen. Hast du ein fotografisches Gedächtnis? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich erinnere mich einfach. Lernen Sie Will Hunting kennen. In Südboston ist er bereits eine Legende. Tätlichkeiten, Diebstahl, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Alles wurde fallen gelassen. Aber wer einen Polizeibeamten schlägt, kommt ins Gefängnis. Ich habe mit dem Richter gesprochen. Er hat zugestimmt, Sie freizulassen. Wirklich? Sie müssen sich mit mir und einem Therapeuten wöchentlich zusammensetzen. Dieser Wunderknabe ist einmalig. So einer wie er ist mir noch nie begegnet. Doch dann... Ich suche jemanden, der mit dem Jungen klarkommt. Wie mich. Zum ersten Mal in seinem Leben. Mit dem Jungen ist es wie beim Pokerspiel. Jede Schwäche des anderen nutzt er gnadenlos aus. Trifft Will Hunting auf seinesgleichen. Haben Sie das gemalt? Ja, es ist von mir. Sehr interessant.
Sie scheinen mitten in einem Sturm zu sein und die Wellen schlagen über ihrem kleinen Boot zusammen. Vielleicht wurden Sie nur Psychologe, um diesen Sturm zu überleben? Sie haben mich durchschaut. Oder Sie haben bloß die falsche Frau. Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie sagen. Niemand kann Sie verstehen, habe ich recht, Will? Sie sind ein Genie. Ich kann nichts von Ihnen lernen, was ich nicht auch in einem Buch nachlesen kann. Es sei denn, Sie erzählen mir, warum Sie so viel Angst davor haben, was Sie sagen könnten. Dir kann der große Wurf gelingen. Du hast was, das wir nicht haben. Ach, komm, hör auf. Warum heißt das immer gleich, ich sei es mir selbst schuldig? Du bist es nicht dir selbst schuldig, du bist es mir schuldig. Ich wäre glücklich, wenn ich das hätte, was du hast. Und den anderen geht's genauso. Ich finde Sie inzwischen ganz nett. Verderben Sie es nicht. Vielleicht sind Sie inzwischen ganz nett und wollen das nicht verderben. Auf diese Weise können Sie durchs ganze Leben gehen, ohne je einen Menschen genau zu kennen. Ich liebe dich. Haben Sie mal daran gedacht, wieder zu heiraten? Meine Frau ist tot. Deshalb ja auch wieder heiraten. Meine Frau ist tot. Das halte ich für eine Wahnsinnsphilosophie. Ich meine, auf diese Weise können Sie durchs ganze Leben gehen, ohne je einen Menschen genau zu kennen. Robin Williams. Matt Damon. Ben Affleck. Stellan Skarsgård. Und Minnie Driver. Good Will Hunting. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.